Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Hubschrauber stehlen und Rebellen gegen Kartelle helfen? Was gibt's Besseres? Ja, keine Ahnung, keine Zeitverschwendung. Gut, Entschuldigung. Genau, wir haben jetzt letztes Mal einen neuen Sniper uns geholt. Von da. Da gibt es sogar noch mal... Ja, nee. Ja. Na gut. Dann holen wir uns das da. Ich glaube, wir gehen da noch mal hin. Weil da haben wir unseren coolen Militärhubschrauber liegen gelassen. Damit wir diesen... diesen Special-Helikopter da... diesen Special Helikopter für die Rebellen abgeben konnten. So. Die Frage ist, ob er immer noch da ist. Wieso ist er nicht mehr da? Hey! Ich hab das Spiel nicht neu gestartet. Das ist doch doof. Wieso ist da... Hä? Wieso ist unser schöner Helikopter? Er hat uns mega lang jetzt begleitet. Wahrscheinlich, weil ich so eine ewig lange Session jetzt mache. Naja. Gut, weil unauffällig in der Salzwüste uns anpirschen. Ob man das kann. Die Drohne ist oben. Ich sehe einen Hauptmann. Und das macht 3. Feind gesichtet. Hab noch einen, macht 5. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Hier ist ein Tango. Ich habe 2 Sicarios beim Flugfeld. Gut, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Easy. Das machen wir mit. Das Kartell will einen Versorgungsflug machen. Das Flugzeug ist betankt und startklar. Du kennst doch das Sprichwort. Wenn dir das Leben Nachschub liefert, dann erledige die Ärsche und gib ihn deinen Rebellenfreunden. Gut, dann macht mal Roger, den da unterwegs. Roger, Ziel erfasst. Bin schussbereit. Greife an! Wir sind alarmiert. Ich sehe eine Waffenkiste. Die wissen von uns. Meine Seite ist sauber. Wer kommt auf uns zu? Alles frei, alles alles sehr schön. Gut. Hat ja geklappt. Ja, immer, also die Macht der Überraschung, ne? Dokument. Boyer Boston Reed fliegt seit vielen Jahren Schmuggelware für Santa Blanca. Er begann in den 90ern als Bush-Pilot für die Kolumbianer, bevor er El Boquita traf, der ihm seine Festanstellung in den Rängen von Santa Blanca anbot. Ja, das wissen wir ja schon durch das Video. So.
Bowman, wir wissen von einem Truck-Depot in Kuani, das alle Lieferungen durch die Provinz steuert. Gut gemacht. Genau, was wir brauchen. Was schlagen Sie vor? Sollen wir es lahmlegen? Nein, wenn wir das Depot ausschalten, errichten Sie ein neues. Und wir kommen der restlichen Lieferkette nicht auf die Spur. Die Schlüssel zum Schmugglerring von Kuani liegen in diesem Depot. Routen, Ziele, Frachtbriefe, alles Mögliche. Wir müssen da reinschleichen und alles kopieren. Dann haben wir, was wir brauchen. Wir? Im Geiste bin ich bei Ihnen. Das zählt. Gut. Okay. Hier müssen wir dann hin. Genau, hier verhört der Lichter und Schalter hier drin. Fluglotsen, okay. Wo müssen wir das Flugzeug hinbringen? Weiß ich noch nicht. Ah, rechts. Da drüben. Bist du beknackt? Na gut. Wie war das mit, wie war das mit, wenn es nicht außerhalb des Gebiets ist? Mache ich's? Naja, aber wie gesagt, Flugzeugsimulator 2.0. Sehr schöne Landschaft auch. Ja, ja, gefällt mir. Boah, voll krass. Ist halt richtig, richtig heftig, dass so Salzwüsten, dass das auch wirklich gibt, ne? Also, das ist schon verrückt. Naja. Aber auch krass mit den Silizium. Lithium, nicht sie. Mit dem Lithium. Da gibt's ja. Ich glaube, dass Reed und Bokita Busenfreunde sind. Reed ist eine Schlange. Wenn er mit El Bokita so dick ist, warum macht er dann noch Geschäfte nebenher? Boston Reed ist ein Angestellter. Bokita bittet ihn, ein Flugzeug zu fliegen, und er tut es. Die haben vielleicht Spaß zusammen und kippen sich einen hinter die Binde, aber sie wissen beide, dass man einem Kriminellen nicht vertrauen kann. Genau. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land das ist, wo man Lithium abbaut, aber das Krasse ist, wunderbare Landung, würde ich sagen. Das Krasse ist, dass die durch diese Lithium. Gut gemacht. Die Rebellen werden froh über diese Ladung sein. Gehen wir. Wo das Flugzeug ist, sagen wir ihnen später. Naja, da steht jemand. Genau. Durch die Lithium. Durch das Lithium abbauen. Wird halt das Grundwasser vernichtet. Also die brauchen ja super viel für das. Für Lithium gewinnen und. Warte mal. Wir gehen jetzt. Wir haben Infos zu einem Fluglotsen des Kartells. Schnappen Sie ihn und finden Sie heraus, was er über Reeds Abteilung weiß. Ja, ja, schon klar. Genau, also, die Lithiumgewinnung braucht ungemein viel Wasser. Und durch dieses Wasser, also die holen sich das natürlich aus dem Grundwasser. Und dadurch sinkt der Grundwasserspiegel. Und die ganzen Bauern und Farmer und so weiter, die da leben, es sind halt nicht mehr viele. Deswegen haben sie kaum Stimme, sag ich mal, gegen so große Unternehmen und Firmen. Genau, die verhungern halt da. Also, das ist richtig krass. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob
So, mit den Elektroautos und so weiter. Ob die Batterien nicht irgendwie, ja, ob es möglich ist, die nicht mit so endlichen, also wie viele Abwehrraketen haben die denn? Genau. Also hier, ja. Wir fahren jetzt mal unterhalb des Radars. Gut, verhöre den Fluglotsen. Ah, das ist alles sehr gesteuert. Gut, dann machen wir es oldschool. Da ist ein Kartellleutnant. Sag mir wo. Auf dem Steg. Alarm hier drüben, das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Danke, dass du es mir sagst. Also wirklich, es ist gut, dass man weiß, dass es der letzte Alarm ist. Ich sehe ein zweites Ziel. Hier ist ein Sicario drüben beim Checkpoint. Noch ein dritter. Wagen mit montierter Waffe. Da ist eine montierte Waffe. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Drohne in den Staub. Die Drohne ist hin, wir haben einen Jammer. Gut, wie komme ich jetzt hier am besten rein? Vielleicht so. Sniper! Mierda, chingada madre! Hay un putero de soldados gringos acá! Mátenlos! Die sehen uns. Ich nehme die Penner unter Feuer. Ja, Granate weg! Scharfschütze zielt auf uns. Granate, Vorsicht! Verluste, hier drüben! Hörst du mich? Ich bin gleich da. Shit! Ich hab dich, halt einfach durch, bin auf dem Weg.
Verluste. Reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Vielen Dank. Esto no puede ser, no puede ser. Oiga, por favor, saquen la llave de la puerta. Ich hab dich, halt einfach durch. Gott verdammt. Somos inocentes. Por favor, por favor. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Na gut. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Die Unidad schießt aufs Kartell. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. Ganz sicher? Die denken, dass wir weg sind. Das wage ich zu bezweifeln. Hallo. Was soll denn im Haus? Es gibt nur einen Weg, hier lebend rauszukommen. Ich bin kein Verräter. Aber okay, ich rede. Ich habe mir Infos über einen Kartellsender besorgt. Lasst ihn uns abschalten. Was machen die? Ich sehe den Fluglotsen. Dann mal los. Sauber. Seid ihr okay? Alles gut? Silencio, marche. Lassen Sie mich! Por favor, ¿qué quiere? ¿Es de Santa Blanca? ¿Unidad? Was wollen Sie? Sie arbeiten mit Boston Reed. Streiten Sie es nicht ab, das tut nur weh. Da bien, wie Sie wollen. Ich will wissen, was er macht. Wohin fliegt er meistens? In Media Luna, pues. Östlich von hier, nach Osten. Da ist eine Landebahn im Busch, die er beliefert. Wenn der Jefe Reed einen Käufer treffen will, schicke ich einen Code und dann kommt der Käufer zum Flugfeld in Media Luna. Der Käufer trifft ihn am Flugfeld, um die Ladung abzuholen. Her mit dem Code. Dann zeigen Sie mir den Rechner, von dem Sie ihn schicken. Está bien, está bien. Hier ist er. Dass die Kartellleute immer so im Gesicht tätowiert sind. Auffälliger geht's ja gar nicht. So, dann schicken wir mal eine Mitteilung an. Gut gesendet. Jetzt müssen wir zum Flugfeld. Laufen wir den ganzen Weg nach Media Luna, Boss? Ich habe eine andere Idee. Eine der Kisten da draußen dürfte aufgetankt sein. Schlau. Reeds Leute schießen uns nicht ab und der Käufer erkennt uns nicht. Wer hat die meiste Flugerfahrung?
Als ob die uns nicht abschießen. Die schießen uns doch immer ab. Wie komme ich jetzt da hoch? Na drüben oder was? Oder wie? Granate fliegt. Dann holen wir uns mal den Klug und ja, also das Flugzeug natürlich. Aber ich mag nicht das Flugzeug fliegen. Kann das nicht einer von uns machen? Also einer von denen? Egal. Sieht nach einem Buschflugzeug aus. Ich fliege. Warum? Ich mag keine Flugzeuge. Also, hier im Spiel. Oh, das sind ja noch welche. Sag ich doch. Von wegen, die schießen uns nicht ab. Ah, schön. Sehr schön. So, erreichen Sie den Landeplatz von Media Luna. Das werden wir auf jeden Fall tun. Bitte halten Sie sich fest und es könnte ein bisschen turbulent werden, aber das ist ja alles schön und gut. Das ja, bieten wir ja an. Ich hätte vor Abflug auf das ganze Klebeband an der Kiste achten sollen. Die Flügel fallen gleich ab. Hättest ein neueres Flugzeug nehmen sollen. Was eine hirnlose Aktion, Millionen von Dollar in einem Flugzeug zu riskieren, das kaum fliegen kann. Nee, es ist clever von Reed, alte Flieger zu benutzen. Wenn er ein Flugzeug verliert, kostet ihn das nicht viel. Und ein stinknormales Buschflugzeug fällt keinem auf. Hm. Ja, ja, gut, ja. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Wir sind schon wieder hier. Da haben wir das letzte Flugzeug abgegeben. Junge! Schnell, bevor das Ding hochgeht! Tja! Das war ein Satz mit X. Von wegen, die schießen uns nicht ab. Was soll das denn? Gut, da ist ein Helikopter. Oh Mann. Hier ist alles sauber. Also mit den Helikopter auszuweichen ist einfacher. Seltsamerweise. Guten Tag. Wir holen uns mal den zweiten Helikopter ab. Ja, wie dumm. Jetzt haben wir ja den Vorteil gar nicht mehr. Aber also
Checkt es das Spiel, dass wir abgeschossen wurden? Oder denkt es, also können wir die Quest noch überhaupt schaffen? Das gibt's doch nicht. Wir haben sie aufgescheucht. Vorsicht, das Ding geht gleich hoch. Alter, weh. Wie viele gibt's denn hier von denen? Junge! Da vorne ist auch schon wieder einer. Also da ist einer, da unten ist einer. Alter. Gut. Der Unidad-Vogel, aufpassen. Ja, der zweite hat eigentlich nicht getroffen, aber danke. Ja, cool. Sollen wir das denn schaffen? Kann man das schaffen? Also wahrscheinlich dann, okay. Ich gehe mal einfach weiter. Aber wie soll man das denn schaffen? Da sind, hintereinander zweimal. Also es sind zweimal zwei Abschussvorrichtungen, also vor diesem komischen U und dann da hinten, so, ja, und dann, genau, und da, beim Flugfeld auch noch. Das Flugfeld war einfach. Komme ich da hoch? Nee. Wir sind hier nicht im in Assassin's Creed, Tobi. Auch wenn das Special Forces heißt, heißt das nicht, dass die irgendwie kleine Steinchen hochkraxeln können. Okay, wir Feinde, haben... passt auf. Hey, wir haben einen Narko mit MP. Das Flugfeld, da drüben. Ach, hören Sie den Kunden. Ist das der Kunde? Nee, er sieht nicht so aus wie ein Kunde. Ah, da vorne ist der Kunde. Die Drohne ist oben. Hab noch einen Tango. Ich sehe den Käufer. Passt auf, wo ihr hinschießt. Wir brauchen den Drecksack lebend. Ja, das sind ja nur fünf. Position. Roger, Ziel markiert. Auf dein Zeichen, Boss. Halt direkt auf mich zu, ne? Entsichert. Locker bleiben. Alles ist gut. Quédate quieto.
Wieso spricht sie so? Sie weiß doch gar nicht, ob der Amerikaner ist, Europäer. Pero por favor, no me lastime. Ich bin Geschäftsmann. Boston Reed, wo ist er? Ich weiß es nicht, okay? Alles geschieht über Mittelsmänner. Ich bestelle was, er liefert und das war's. Bestellen und was? Menschen, okay? Männer, Frauen und so. Was passiert mit diesen Leuten? Hängt davon ab, die Mädchen enden als Sexsklaven. Die Männer arbeiten. Einigen entnehmen sie einfach nur die Organe. Wissen Sie, was eine Niere wert ist? Zahlen Sie bar? Normal, ja. Ganze scheiß Koffer voll. Normal? Hatte letztens ein Problem. Eine Einbestellung und ich hatte nicht genug Bares. Ich musste den Rest auf Reeds Konto überweisen. Der Hurensohn war sauer. Aber was soll ich machen? Ich brauche den Namen der Bank und die Kontodaten. Sicher, ja. Ich schreib's auf. Dann lassen Sie mich, ja? Sie machen Ihr Ding und ich meins. Das Bild setzt sich langsam zusammen. Ich lade die Bankdaten an Bowman hoch. Damit und mit den Dörfern, die Reeds Leute im Visier haben, sollten sich solide Hinweise ergeben. Oh, darf ich den abknallen? Alter, wie er das halt gesagt hat, ne? Einfach so, ja. Ja, Sexsklaven, Organe und so weiter. Also die sterben, die anderen Zwangsarbeit und die anderen Sexsklaven. Ja, passt ja. Alter. Sie wissen von einem Depot, das den Überlandschmuggel durch Koani koordiniert. Sie müssen. Ich speichere mal kurz. Na, kann ich ja gar nicht. Sie dort eindringen und Kopien der Terminpläne und Schmuggelrouten beschaffen. Was passiert, wenn ich den erschieße? Ich spiele schon wieder seit einer halben Stunde. Das gibt's noch nicht. Gut, danke für Ihr Zuschauen. Hier, Bowman. Ich habe die Daten aus Koani ausgewertet und glaube, dass wir eine Spur zu Reed haben. Legen Sie los. Ich habe die Videoaufzeichnung aus Reeds Bank mit mutmaßlichen Menschenhändlern aus den genannten Dörfern abgeglichen. Wir haben zwei Treffer. Die Brüder Carlos und Hernando Guerrero. Alias Los Enterradores. Die Leichenbestatter? Üble Burschen. Sie zerren die Leute direkt aus ihren Betten. Wenn nur die Hälfte von dem wahr ist, was die Einheimischen berichten, sind das beschissene Monster. Sicher, dass Sie für Reed arbeiten? Sie haben Geld von dem Konto abgehoben, das Sie mir genannt haben. Wo finde ich die Arschlöcher? Ihre Handys werden gerade geortet. Warten Sie auf die Koordinaten. Gut. Ich mach mal kurz die Wagen hier kaputt. Wir haben Carlos Handy. Ich schicke Ihnen seinen Standort. Sie klingen so, als wäre das schlecht. Carlos ist das dumme Kind. Wahrscheinlich hat sein Bruder Hernando alles über Reed. Wir müssen Carlos finden und ihm zu seinem Bruder folgen. Aber seien Sie vorsichtig. Wenn Carlos etwas merkt, wird er Hernando irgendwie warnen. Dann schnappen wir ihn nie. Schon klar. Wir bleiben unsichtbar. Okay, hier betreten Sie das Depot, ohne entdeckt zu werden. Gut. Ja. Warum ich das gemacht habe? Einfach damit er nicht einfach wegfahren kann. Der muss jetzt nach Hause laufen. Wobei, der hat ja ein Handy. Nee. Na gut. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye. Oh, da ist ein Helikopter. Da ist ein Helikopter. Entschuldigung, ich steig wieder aus. Ihr könnt ja fahren. Tschüss. Also, wo ist der Helikopter? Naja, okay. Bye bye.